HIV kann von einer HIV-infizierten, unbehandelten, schwangeren Frau auf ihr ungeborenes Kind übertragen werden, aber eine antiretrovirale Therapie kann das verhindern und deshalb ist ein HIV-Test in der Schwangerschaft sehr wichtig. Ein zweiter Übertragungsweg, der früher eine Rolle gespielt hat, sind Blut und Blutprodukte, also Blutkonserven. Das war zu Beginn der HIV-Pandemie ein Problem. Heutzutage in Mitteleuropa ist das kein Problem mehr wegen der strengen Tests und Vorschriften, die Blutkonserven betreffen. HIV ist eine chronische Krankheit geworden. Zu Beginn der HIV-Pandemie in den 80er Jahren war der Fokus auf dem Überleben der Patienten. Dann kamen die ersten wirksamen HIV-Medikamente auf den Markt. Da war das Problem, dass die sehr starke Nebenwirkungen hatten, wie zum Beispiel eine Fettumverteilungsstörung. Heutzutage haben wir viele gute, wirksame und auch nebenwirkungsarme Medikamente zur Verfügung. Heute ist unser Hauptthema die Compliance. Das heißt, die Fähigkeit des Patienten, die Medikamente wirklich jeden Tag einzunehmen und auch regelmäßig zu den Kontrollen zu kommen. Wenn das gelingt, dann ist die Lebenserwartung einer Person mit HIV annähernd gleich wie bei einer Person ohne HIV. Laut UNAIDS, also der United Nations Gesellschaft, die sich mit HIV und AIDS befasst, leben etwa 39 Millionen Menschen weltweit mit HIV oder AIDS. Und im Jahr 2022 haben sich etwa 1,3 Millionen neu infiziert. Und diese Zahl der Neuinfektionen ist rückläufig im Vergleich zu den Vorjahren, ist trotzdem noch immer eine enorme Zahl natürlich. Der Großteil dieser Menschen lebt im südlichen Afrika. In Österreich leben geschätzt zwischen 8.000 und 9.000 Menschen mit HIV. Und laut den Daten der Virologie Wien haben sich letztes Jahr, also im Jahr 2022, 480 Menschen etwa mit HIV neu infiziert in Österreich. Diese Zahl ist rückläufig im Vergleich zu den Vorjahren. Das könnte natürlich auch daran liegen, dass zu Zeiten der Covid-Pandemie der Zugang zu den Testmöglichkeiten eingeschränkt war und dass dadurch die Zahlen in den Vorjahren falsch niedrig waren. HIV steht für Human Immune Deficiency Virus, also das Virus, mit dem man sich infizieren kann. Und wenn diese Infektion unbehandelt bleibt, dann kann sich das Stadium AIDS entwickeln. AIDS steht für Acquired Immune Deficiency Syndrome, also erworbene Immunschwäche-Syndrom. Das ist gekennzeichnet durch das zusätzliche Auftreten zum Teil lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel einer besonderen Art der Lungenentzündung oder aber auch dem Auftreten von malignen Tumoren, also bösartigen Tumoren. Eine wirksame antiretrovirale Therapie kann sowohl das Auftreten von AIDS verhindern und auch das Stadium AIDS wieder rückgängig machen. Der erste Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin bei gesundheitlichen Fragen ist ja immer der Hausarzt oder die Hausärztin. Da kann man sich immer hinwenden. Der Hausarzt oder die Hausärztin wissen, wohin das Blut dann geschickt werden muss für einen solchen Test. Wenn man das nicht machen möchte, weil es unangenehm ist, gibt es auch die Möglichkeit, sich zum Beispiel bei der AIDS-Hilfe Steiermark kostenlos und anonym nach einer Terminvereinbarung auf HIV testen zu lassen. Die Behandlung von HIV sollte bei Spezialisten und Spezialistinnen liegen. Das ist einerseits zum Beispiel die HIV-Ambulanz des Landeskrankenhauses Graz 2 am Standort West oder die Ambulanz der Klinischen Abteilung für Infektiologie hier am LKH Universitätsklinikum. Und es gibt auch einige niedergelassene Kollegen und Kolleginnen, die sich auf HIV-Behandlungen spezialisiert haben.
Eindeutig Skiurlaub. Ideal wäre zuerst Sport machen und dann mit einem guten Buch auf die Couch. Sehr gerne ins Kino, aber aus organisatorischen, familiären Gründen derzeit eher Netflix. Ich bin ein Weißweintrinker. Ich komme mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Bus. Ich habe es nicht so mit den Fußballstadien, ich gehe lieber ins Theater. Ehrlicherweise Popmusik lieber. Ich habe einen knallroten Renault Twingo, voll elektrisch.